Hi Leute, heute beschäftigen wir uns mit einem Objektstreamer, weil viele Probleme damit haben, den einzubauen. Und eigentlich geht das ganz einfach. Und ja, ich muss mir kurz noch meinen Ordner runterladen. Also meinen Ordner hier für das Skript, weil ich das im Moment nicht habe. Und dafür gehen wir auf sum-mp. Und downloaden uns den Windows Server. Das könnt ihr auch machen, um ein neues Skript zu machen. Aber ich hatte das im Moment nicht. Und jo. Dann packen wir das einfach mal hier in Desktop Slash. Wir brauchen Backslash, ne? Wie das geht, also schlecht. Machen wir dann Sub. Ist ja scheißegal. So. Hier ist dann unser Ordner. Ja. Gut. Auf jeden Fall werden wir nur ein Include und ein Plugin brauchen. Also das ist immer eigentlich beim Streamer. Und wir müssen was am Script ändern. Also erstmal googeln wir. Benutzen dafür. Das ist dann im englischen Forum, glaube ich. Und dann nehmen wir mal Incognito Streamer. Und hier direkt das erste ist eigentlich auch der Streamer. Also ich würde euch den empfehlen. Das ist eigentlich der beste. Den habe ich auch in meinem eigenen. Hier sind alle Bezeichnungen für 3D-Text-Labels, für Areas. Und. So. Dann klickt ihr einfach hier auf Server-Plugin. Und lädt euch das bei SolidFiles runter. Das wurde schon ganz schön oft runtergeladen. Ja, dann öffnen wir das. Und hier sind die zwei Sachen. Also erstmal hier das Include, den Streamer. Und den packen wir uns in die Includes. Und in die Pavno Includes, damit wir keinen Error bekommen. Und dann in den Plugin-Ordner packen wir unser Plugin. Die zwei Streamer. Die SO ist eigentlich nur für den Linux, aber egal. So, dann gehen wir wieder in unser Script und machen ein Include. Also Include. So. Streamer. So. Und wenn ihr, das ist ja für die Objekte und auch anderes für Add Vehicle und sowas. Und hier haben wir ein Create Object, also diese X und Y Achsen, das sind alles frei erfunden. Also ergibt aber keinen Error, deswegen nehme ich das als Test. Und für diesen Streamer benutzt ihr, also als gestreamtes Objekt vom Streamer, benutzt ihr Create Dynamic Object. Und das ist dann als gestreamtes Objekt. Und Create Object ist das dann nicht. Wenn wir dann jetzt auf Compilen klicken, kommt kein Fehler. Und somit ist das Plugin auch drin. Und ihr könnt jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele in diesen Streamer passen, ich glaube, mehr als 4000, 5000, 6000 kann es auf jeden Fall aushalten. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.